So, ich sei mal ruhig. Das. Das ist dein. Der kleine Säufer. Aber er trinkt. Sieht noch ziemlich schlecht aus. Da müssen wir dran arbeiten. Und wenn auch du immer besser werden willst, trainier mit Smash Gym. There was a time when I worked for the man. He put a coin in my hand. Told me I'd slave to the end of my day. Said it was best if I follow his plan. Set an alarm, woke me at dawn. Said he the king, and I'm just a pawn. That's your boss's 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 boss. Sitting on a throne of lies, legs crossed. That's the hand talking, that's the great lie. No ballistic vest on a 9-to-5. That's suicide, I will not comply. I'm my own boss to the day I die. You don't own me, I became free. Off of living, off of what I once dreamed. I'm the living proof, I'm the newest youth. I'm a nuisance to him, how I spread the truth. About to storm the castle with a team worldwide. Save the kingdom from itself one time. We might only get to live one life. Swear that you ain't gotta pay this price. I don't know why I would go outside. Rather jump into a book and live inside. My mind gets lost in my studio until I catch a vibe. Don't know what day of the week it is. I'm losing track of time. It's beautiful. Oh yes it is. It's beautiful the way I live. It's beautiful. It's beautiful. I'm free. It's beautiful. Oh yes it is. It's beautiful the way I live. It's beautiful. Fischstand der Woche. Wie sieht's aus? Erstens, wir haben nicht viele Aufgaben bisher geschafft. Bei der Einwohnungsaufgabe sind wir gut dabei. Da haben wir eine Lösung, die wahrscheinlich nicht korrekt ist, aber wir haben einen Ansatz, da kann man ein bisschen mit rumspielen und ich habe noch zwei Ideen. Cool. Die anderen Fächer, jo, die Abgaben für diese Woche haben wir alle, also alles gut, wir sind diese Woche gut raus. Aber nächste Woche Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag, die vier Abgaben, also alles für nächste Woche, sieht noch ziemlich schlecht aus, da müssen wir dran arbeiten. Ja, gut. Aber das Coole ist, jetzt gibt es endlich auch Bonusaufgaben auf die Programmierung in dem Fach. Ja, voll easy. Geschenk. Deswegen, das Coole ist, ich nutze halt dann nur die Zeit, die ich dadurch ein bisschen gewinne, um anderen das zu erklären und beizubringen. Es kostet mich halt auch viel Zeit, deswegen schaffe ich teilweise nicht alle Übungen und so. Ich habe gestern, ich glaube, ich habe jetzt 2,5 Stunden oder was E-Prop erklärt. Aber, ja gut, ich werde die anderen Übungsaufgaben schon irgendwie schaffen. Deswegen, jetzt den Rest der Woche muss ich es halt machen. Aber das Training heute war richtig geil. Can you elaborate on a personal connection to love? These open nights, when we dim down the lights, you and I made a home. No, you changed my whole life. You were matched to my plans. Put your heart in my hands. And when I gave mine to you, you turned me into a better man. With you I know I can take it anywhere. I can't stand your beauty pulling up a chair. Let me stack this money, then we out of here. You're up for the summer, I could take you there. Spend my time on you, but you know time is money. I do this all for you. No, they can't take it from me. I do this for the crew. That's my brothers overseas. For my sister, mother, father, to my family in the east. No, I see these rappers lost. Everybody sound the same. No, y'all ain't ever leading unless it's leading us astray. I stopped drinking, started thinking, gotta be a better way. Speaking through the universe with everything I say. No, y'all don't love no more. No, y'all don't feel a thing. Y'all hopped up on some Zans. Only way that y'all can sing. Yo, who the hell is talking? Is it y'all or just the darkness? That the drugs inside your altar. I've been sober with my ink. These soul overnight. Zürich ist offiziell Corona-Risikogebiet, laut Robert Koch-Institut. Das heißt, meine Deutschlandreise
Ende November steht aktuell arg auf der Kippe. Wie das im Studium weitergeht, ist auch momentan noch so ein bisschen schwierig. Es gibt die ersten Bubbles mit Corona-Fällen. Naja, glücklicherweise nicht. Die ersten Leute, die sagen, wir gehen nicht mehr zu den Übungsstunden, wir wollen das alles online haben, wir wollen nicht mehr Präsenz hinkommen, falls Zahlen hier explodieren. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich habe da keine Ahnung. Ich weiß nur, wenn man da jetzt auf jeden Fall mehr aufpassen muss, Hände desinfizieren, waschen, Masken und so weiter, sowieso. Ich hoffe nur, dass es einfach entspannt wird bis Jahresende und irgendwie Zürich kein Risikogebiet mehr ist, spätestens an Weihnachten, weil 14 Tage Quarantäne, wenn ich erst an Weihnachten ankomme, ist halt bis nach Neujahr, das ist scheiße, dann kannst du gleich hier bleiben. Mal schauen, wie das Ganze wird, ist auf jeden Fall ein bisschen spannend. Mit dem Videoprojekt, was ich momentan am Schneiden bin, und noch einem Kunden, der jetzt neu dazugekommen ist, das könnte halt alles mir ein bisschen um die Ohren fliegen. Aber, richtig, richtig geil, morgen gehe ich essen. Nicht alleine und nicht mit einem Kollegen. Sub rein, hier sind auch noch zwei Videos, die du gucken kannst. Das Neueste auf meinem Kanal ist Fitness oder Vlog basiert, also das, was bei mir gerade abgeht, oder Fitness. Wenn du aber Fragen hast, schreib die einfach mal in die Kommentare, dann mache ich da auch ein Video. Ansonsten würde ich sagen, guck dir einfach die zwei Videos.